Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute haben wir den Makita Akkurasenmäher DLM431Z im Praxistest. Als erstes schauen wir uns an, was sich im Karton befindet und wie einfach sich der Rasenmäher aufbauen lässt. Der Makita Rasenmäher besteht aus wenigen Einzelteilen. Was auffällig ist, er hat als einziger bei unserem gesamten Akkurasenmäher-Test einen weichen, aus Kunstfasernetz bestehenden Fangkorb. Dieser kann insgesamt 50 Liter fassen. Das ist ein durchschnittlicher Wert, das ist nicht besonders groß und nicht besonders klein. Der Aufbau war wie bei allen Akkurasenmähern ziemlich einfach. Man musste nur die Haltegriffe montieren, den Fangkorb montieren und die Akkus einsetzen und schon konnte man starten. Schauen wir uns nun den Rasenmäher von Makita etwas detaillierter an. Die Schnitthöhe kann in 13 Stufen von 20 bis 75 mm verstellt werden. Das hat soweit auch sehr gut funktioniert. Man muss es auch nur einmalig einstellen und nicht für jede Seite einzeln, so wie wir es auch schon gesehen haben. Das ist praktisch. Der Fangkorb lässt sich einfach und komfortabel herausnehmen und wieder einsetzen. Man muss zu Anfang immer ein bisschen schauen, da der Korb recht eng auf der Halterung sitzt. Hat man das aber zwei, dreimal gemacht, ist das wirklich einfach. Und das hat zum Vorteil, dass der Korb wirklich fest sitzt und nichts daneben fällt. Das ist sehr positiv meiner Meinung nach. Der Rasenmäher arbeitet mit zwei Akkus parallel und hat auch wie gewohnt diesen Sicherheitsschlüssel, den ich immer erst einsetzen muss, damit ich den Akkurasenmäher überhaupt starten kann. Das soll davor schützen, wenn zum Beispiel der Rasenmäher mit den eingesetzten Akkus im Schuppen steht, dass die Kinder damit nicht spielen können und sich verletzen können. Insgesamt haben die Akkus 18 Volt und 5 Amperestunden pro Akku. Das sind 90 Wattstunden und insgesamt so 180 Wattstunden, die die Akkus dem Rasenmäher zur Verfügung stellen. Das ist in unserem Test der Spitzenwert. Oben an dem Griff selbst gibt es eine Akkustandsanzeige. Das ist wirklich sehr praktisch, denn bei allen anderen Akkurasenmähern konnte ich das nur direkt am Akku selbst überprüfen und musste so immer erst vorne zum Rasenmäher hingehen, dort den Akku teilweise entnehmen und konnte dann dort auf den Knopf drücken und mir wurde der Akkustand angezeigt. Das ist unser Testrasen. Dieser war schon relativ hoch gewachsen. Wir haben den Rasenmäher auf die niedrigste Stufe gestellt und wollten einfach schauen, wie leistungsstark er ist und wie das Schnittbild. Von der Handhabung hat der Rasenmäher von Makita wirklich Spaß gemacht. Er ist äußerst leicht, obwohl er 18,4 Kilo auf die Waage bringt, ist das Manövrieren und Lenken wirklich leicht. Den Rasen hat er außerdem sehr gut geschnitten. Um das schon vorwegzunehmen, von der Akkuleistung selbst waren wir etwas enttäuscht. Hier müssen wir aber auch sagen, dass wir nicht die originalen Makita-Akkus hatten, sondern welche aus der Replacement-Serie, die auf Amazon angeboten wurden. Denn das Akkusystem, das Makita im Einsatz hat, ist wirklich einheitlich. Das hat aber auch schnell dazu geführt, dass es Nachahmer bei den Akkus gibt. Hier sollte man wirklich die Augen offen halten und qualitativ hochwertige Akkus kaufen. Unsere, die wir im Test hatten, mit denen ich nicht zufrieden war, waren auch sehr günstige. Und was noch dazu kommt, sie sind mittlerweile nicht mehr auf Amazon verfügbar. Das spricht nicht gerade für die Akkus. Wir haben das gesamte Testgelände dort noch zu Ende gemäht, plus ein weiteres Stück. Das haben die Akkus ohne Probleme geschafft. Insgesamt haben wir mit der Akkufüllung ungefähr 300 Quadratmeter an Rasenfläche gemäht. Das Mähen selbst war einfach kein Problem und es war auch wirklich ein schönes Schnittbild, was wir damit erzeugen konnten. Positiv war ebenfalls, dass der Rasenmäher sehr nah an die Kante schneiden konnte. Wie man hier gut erkennen kann, sind nur wenige Grashalme stehen geblieben und auch das Mähergebnis in der Ecke selbst ist gar nicht so schlecht. Hier war nur das Gerät von Bosch besser. Auch die Lautstärke haben wir noch einmal überprüft, wie gewohnt 30 cm vom Hinterrad entfernt und es ergab sich ein Wert von 87 Dezibel in der Spitze. Das ist relativ laut, wenn man es mit den anderen Rasenmähern vergleicht. Kommen wir nun noch zu meinem Fazit. Ich bin sehr zufrieden mit dem Akkurasenmäher von Makita. Es gibt nur zu beachten, dass bei dem Standardartikel keine Akkus dabei sind. Und wenn ich die Akkus noch kaufen muss, sollte ich entweder die originalen Akkus verwenden oder welche, wo ich mir sicher bin, dass die eine gute Qualität haben.
Das kann man zum einen überprüfen, dass sie einfach viele positive Bewertungen haben und wer der Hersteller ist. Das Rasenmähen selbst, also das Handling und die Schnittergebnisse, waren wirklich hervorragend. Ich fand den Rasenmäher auch richtig schön leicht in der Bedienung. Die Akkustandsanzeige oben am Griff gefiel mir außerdem noch sehr gut. Und auch der Fangkorb ist mir eher positiv aufgefallen, da der wirklich fest am Rasenmäher sitzt und nichts vorbeifällt. Insgesamt haben wir nun schon über 10 Rasenmäher getestet. Die Videos verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Lass uns gerne ein Abo da, es folgen weitere und gib uns gerne einen Daumen nach oben für dieses Video. Wir wünschen viel Spaß beim Mähen deines Rasens.